Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Pray for Gods. Pray for the Gods. Ja, geht es hier noch weiter? Ich sehe hier diese Fahnen. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. Wir haben jetzt dieses Segelgerät gekriegt. Das ist gut und schön. Achso, kann ich vielleicht da rüber auf diesen... Wir könnten da natürlich runtersegeln. Wir könnten auch hier runtersegeln. Doch, das sieht mir eher aus, wie wenn's... Was tut da so? Okay. Wie wenn's hier nicht weitergeht. Und hier kommen wir wahrscheinlich nicht rüber. Oder? Ja. Eher nicht so. Huch, was war das denn? Also würde ich mal sagen, wir gehen mal... hier wieder runter. Hui. Denn ich glaube hier... Nee, ich glaube hier sind wir fertig. Tatsächlich. Ich schätze, wir müssen ganz darunter. Ja. Ich würde ja ganz gern... meine Axt mal ausprobieren. Aber nein, das sind weinende... weinende Frauen, daran kann ich meine Axt nicht ausprobieren. Aber ich will gerne hier noch schauen, ob es hier oben vielleicht doch noch irgendwas gibt. Ich darf nichts unterwegs vergessen. Alles ist wichtig, immer. Ah, okay, so kommen wir ein bisschen schneller hoch. Oberste Survival-Regel, alles ist wichtig. Okay, da gibt es nichts. Kann ich von hier aus auch darüber fliegen? Ich speichere nochmal. Manuell speichern. Ja. Gespeichert. So. Ich springe einfach mal von hier. Fallen lassen kann ich mich auch. Sehr gut. Aber will ich nicht. Ich will lieber gern hier landen. Sanft. So, also wenn wir da oben noch was hatten, dann haben wir jetzt Pech gehabt. Ja, wobei, ich habe ja gespeichert. Ich könnte theoretisch nochmal zurückfliegen, aber... boah, ist das krass. Da hinten so gefrorenes Wasser. Meine Fresse. Okay. Ja, dann weiter, wa? Dann weiter. Lalala. Ach, das kostet auch Ausdauer, okay. Interessant. Ja, ist halt eine Frau, ne? Okay, das habe ich nicht gesagt. Wer war das? Frauen haben nicht so viel Ausdauer. Was? Wer sagt denn sowas? Das sagt nur jemand, der noch nie eine Frau beim Kinderkriegen zugeguckt hat. Der weiß dann, dass Frauen Ausdauer haben. Und keinen Schmerz empfinden, definitiv. So. Habe ich denn meine Streitaxt? Ja, die habe ich. Denn irgendwie glaube ich... oh, schön, ein Seilchen. Ist jetzt die Axt, hat die jetzt gelitten? Ich weiß es nicht. Es ist echt, ja, schwierig. Ich speichere trotzdem nochmal. Jetzt sind wir hier unten. So. Ich bin der Speicherkönig. Okay, oder ein Schisser, könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Gibt es hier unten vielleicht irgendwas, das ich übersehen habe? Komm, ich gehe mal gucken. Ui, da rutzt sie runter. Rutz. So, ich kann hier tatsächlich... ah, ich habe ja gespeichert. Alter, wo geht's denn da hin? Okay, hier geht's glaube ich nicht mehr weiter. Und hier? Na, hier gibt's auch nicht mehr wirklich was. Okay. Dann halt wieder hoch. Ich sehe hier auch nichts irgendwo rumglitzern oder so. Ah, okay, wir können auch an diesen Wänden hochklettern. Sehr gut. Anstrengend, aber geht.
So. Huch. Was sagt die Temperaturanzeige? Ja, geht doch. Aber essen, wir könnten was essen. Oh, was haben wir hier? Oh, toll, eine Axt. Er kommt aber früh mit der Axt. So, wie viel hat die? Hat unsere sogar noch mehr. Mal sehen, ob die abbaut. Ich lasse alles mal im Inventar. Bis aufs Essen. Das müssen wir uns schon ab und zu mal genehmigen. Bringt ein bisschen Gesundheit und ein bisschen was an Nahrung. Nicht viel. Naja, egal. Was haben wir hier drin? Ein Schal und noch ein Schal. Sehr schön. Schals sind immer gut bei diesem Wetter. Was haben wir hier? Komisches Holz. Oh. Da ist doch schon wieder. Kann ich hier... Moment mal, da ist so ein Baum. Oh, ich kann den Baum fällen. Und jetzt? Kavens. Okay, ich habe den Baum gefällt. Und jetzt? Kann ich damit was machen? Nö. Aber fällen. Hauptsache, ich kann ihn fällen. Oh, hier haben wir was für die Karte. Oh oh. Das riecht nach Endboss. Oh, schön. Wir haben ein Kreuz gekriegt. Da haben wir einmal eine Statue. Und nochmal ein Prügelwerkzeug. Ist mir egal, meine Axt ist mir lieber. Noch ein Seil. So können wir nochmal was upgraden. Was ist das? Was habe ich jetzt gemacht? Oh! Eine Art Rüstung. Naja, sehr schön. 0 von 3. Ach, diese Dinger bringen quasi Rüstung. Ah, okay. Gut zu wissen. Hier können wir... Oh, wir können upgraden. Sehr gut. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir hier schon mal zwei Sternchen. Können wir was bauen? Pfeile könnten wir bauen. Ne, aber den Rest, wir haben eh alles jetzt mittlerweile. Wir haben einen Bogen. Dann können wir eigentlich ein paar Pfeile machen. Komm. Wir haben viele Bögen. Es ist ja noch eine Early Access. Unten steht's mahnend dran. Oh, da kommen sie alle ins Inventar. Wunderbar. Deswegen braucht man sich hier nicht wundern, wenn es nicht so viele Waffen gibt. Komme ich denn hier hoch? Würde mich mal interessieren. Huch, ich rutsche runter. Aber komme ich denn hier drüben hoch? Nein. Komme ich hier hoch mit dem Baum? Auch nicht. Bringt es überhaupt irgendwas, die Bäume zu fällen? Zum Beispiel den hier. Oh, was läuft da hinten? Ein Wildschwein? Oh, ein Wildschwein, was zu essen. Nein. Das war mein Bogen. Und mein, das blöde Wildschwein rennt mit meinem Pfeil im Ranzen weg. Du blöde Sau. Ach, da oben blinkt's noch, sehr gut. Dann nehme ich mal den anderen Bogen. Oder ich hau's einfach so um. Bleib stehen. Zack. Oh oh. Hey, greift es mich an? Ja, das hat mir angegriffen. Und da fliegen die Knochen und Fleisch. Und mein Pfeil liegt auch noch da unten. Oder habe ich den schon wieder? Und ein Wildschweinstoßzahn. Okay. Huch. Hui. Da ist eine Höhle. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier geht's nach oben. Und nach hinten. Aber wir haben gesehen, verdammt, die Bögen gehen kaputt. Oh nein. Die Sachen gehen tatsächlich kaputt. Was kann ich damit anfangen? Kann ich damit irgendwas craften? Hier.
Fleisch. Ach, das muss ich grillen. Und dann kann ich es essen. Ich könnte mal ein Feuerchen machen, theoretisch. Okay, der Bogen hat noch ein bisschen. Ach komm, weißt du was? Ich mache mal ein Lagerfeuer. Aber vielleicht nicht hier. Moment, irgendwo, wo es nicht ganz so saumäßig kalt ist. Ach so, ja, Lagerfeuer machen, dann ist es nicht mehr kalt. Oh, da ist noch so ein Wildschwein. Komm her, du Sau. Bleib stehen. Oh, auch gut. Bleib stehen, Schwein. Schwein rennt weg. Da war gerade noch was. Schwein fällt gleich runter. Schwein, da geht's nirgends lang. Komm zurück. Schwein? Deine ganzen Knochen werden runterfallen. Blödes Schwein. Huch. Schwein, bleib stehen. Schwein, bleib stehen. Schwein. Ach, verdammt. Okay, wir nehmen gefrorene Beeren. Und mal hier rein. Oh, was haben wir hier? Keines. Ja, aber auch schöne Sachen. Da kann man sich die Taschen vollstopfen. Na gut, dann halt kein Schwein. Aber ich muss trotzdem was essen. Und ein Feuerchen zum Wärmen wäre auch nicht verkehrt. So, was war das? E benutzen. Lieber mal noch nicht. Wie schneit? Wie geht? Kalt ist es. Was? Was passiert, wenn ich... Ich muss doch einen Sinn haben, dass ich die Dinger fällen kann. Ach, ah, guck mal einer an. Okay, geht. Also, man muss sie klein machen. Ach, guck mal, wer wieder da ist. Stinkschwein. Ja, ja, komm du nur noch mal her, du Mistsau. Gib mir dein Fleisch. Bleib stehen. Ich habe keine Lust daran, meinen Bogen kaputt zu machen, an dem blöden Schwein. Dann lieber hole ich mir hier noch mal dieses Holz. Und dann machen wir uns ein kleines Feuerchen. Aber geile Moves hat sie schon drauf, muss man sagen. Ach nö. Jetzt ist meine Axt kaputt gegangen. Kann das sein? Ja, eine unserer Äxte ist kaputt gegangen. Verdammt. Okay, das ist ein blödes Feature. Sowas hasse ich. Sowas hasse ich. Wenn gute Werkzeuge einfach so kaputt gehen. Okay, da ist das blöde Wildschwein. Ich schau mal, ob wir nochmal eine Axt bauen können. Nein, es fehlt an, was auch immer, Steinsplitter. Aber ein Lagerfeuer können wir bauen. Jetzt brennt meine Axt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Okay, Fleisch. Grillen. Nicht roh essen, nein, nein. Und das Feuer ist kaputt, na toll. Und die Axt ist verbrannt, bitte was? What the fuck?
Okay, ich versuch's nochmal. Nochmal ein Lagerfeuer zu machen. Okay, gut, Lagerfeuer ist da. Aber ich kann hier auch nicht E drücken. Oh. E drücken oder so kann ich nicht, nein. Und es geht sofort wieder kaputt. Verdammt, was soll das? Und es ist kalt. Okay, ich muss mal ganz kurz schauen. Da waren doch hier Tastatureinstellungen. Waffe ablegen. Nahkampfwaffe. Greifhaken, Pfeilart. Benutzen, fallen lassen. Kamera zurücksetzen. Springen, ausweichen, sprinten, Inventar. Klettern, attackieren, Rüstung wechseln. Okay, ich, nee, ich dachte, es gibt vielleicht irgendwas. Nochmal so eine E-Taste oder so. Womit ich irgendeine Interaktion beim Lagerfeuer vollführen könnte, aber scheint mir nicht so. Na toll, jetzt haben wir aber hier kein... Ich würde ganz gern das Fleisch grillen. Hier, grillen, Fleisch. Na gut, ich esse mal irgendwelche Beeren. Und dann gehen wir mal in die Richtung hier. Mal schauen, was da so ist. Denn irgendwas muss ich tun. Muss ich darüber? Von da komme ich, ne? Okay, hier geht's krass, krass weit runter. Und hochklettern würde gehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich da überhaupt hin muss. Wie es windet, wie es stürmt. Oha, wie schnell die Temperatur sinkt. Das ist schon hart. Hier sieht man gar nichts. Okay, ich mach mal dieses Gerät hier an, oder was auch immer das ist. E benutzen. Spiel gespeichert. Was hat sie jetzt gemacht? Was passiert da? Sie betet. Ach, dann wird's Spiel gespeichert, oder was? Wenn sie betet. Pray to the gods, speichert das Spiel. Tiefer Schnee. Ich glaube, ich gehe mal da runter. Oder da in die Höhle. Ja? Da war noch ein Wildschwein. Ach, das ist da unten. Kann ich das mit der Keule erschlagen? Ja, ja, ja. Und da rennt es davon. Bleib stehen, du Spiel. Nur er mit dem Zeug. Oh nein, wo ist das andere? Da ist da was runtergerutscht. Na toll. Okay, ich gehe mal in die Höhle rein. Einfach nur, damit wir ein bisschen kältegeschützt sind. Oh, da ist was zum Grillen. Und hier ist... Ah, okay, das ist so ein so eine Lage-Kartenmarkierung-Ding. Oh, wir können den Rucksack verbessern. Plus 3. Naja, dann. Mehr Inventarplätze. Oder wie? Wahrscheinlich. Ach, mehr Inventarplätze für hier. Na toll. Und wir können... da können wir... Nee, können wir nicht. Mehr hier. Jetzt haben wir hier überall einen Stern. Okay, hier brauchen wir zu viele Sachen. Lagerfeuer. Aber ich glaube, wir können auch einfach hier ein Lagerfeuer. Und hier kann man schlafen. Oh, schön. Lagerfeuer. Ja. Juhu. Ah ja, wunderbar. Komm, jetzt hier. Guck mal. Schön. Ah, ja.
Wunderbar. Weiter mit beliebiger Taste. Jetzt können wir hier beim Grillen zuschauen. Das ist schön. Haben wir gemacht. Haben wir gegrillt. 2 von 2. Und die hauen wir uns auch gleich hinter die Binde. Oh, schön hier im Lagerfeuer. Ach komm. Wir werden noch was finden. Eine mit. Jawohl. Nee, ich bin nicht verschwunden. Okay, wir können uns hier wunderbar wärmen. Hier schön am Feuer. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir erstmal hier stehen. Und dann schlafen wir auch eine Runde. Aber erst in der nächsten Folge, meine Freunde. Obwohl, müssen wir überhaupt schlafen? Na gut, die Hälfte. Die Hälfte ist runter, ne? Ich weiß nicht, inwiefern das beim Kampf stören würde. Wann überhaupt der nächste Kampf ist, ich habe keine Ahnung. Also wir sind ja hier ganz schön am Rumwandern. Aber das mit den Waffen, dass die Waffen kaputt gehen, oh Mann, das ist echt blöd. Das gefällt mir nicht so. Wir haben zwar viele Pfeile, aber wir können sie nicht wirklich schießen, weil der Bogen dann immer kaputt geht. Also das mag ich gar nicht. Naja gut, vielleicht können wir die Bögen ja auch irgendwann upgraden oder die Äxte oder irgendwas derartiges noch finden. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden und zwar in der nächsten Folge. Wenn es wieder ist, time to play hier bei Pray for the Gods. Bis dahin, macht's mal gut, meine Freunde. Tschüss. Ich drücke zuerst das und dann...